Liebe Seelzerinnen und liebe Seelzer, ich möchte für Sie da sein. Ich möchte Ihr Bürgermeister 2021 werden. Einer der mir wichtigen Punkte ist eine stärkere Wirtschaftsförderung. Attraktive Einzelhändler, starke Betriebe und neue Chancen für unser Seelzer. Unsere Partner in der Region und auch vor Ort wollen in die Stadt Seelze investieren. Als Bürgermeister möchte ich Eigentümer und regionale Investitionspartner zusammenführen. Handel und Gewerbe brauchen zukunftsfähige Konzepte. Dafür steht in Seelze die HGS mit Thomas Meyer als Vorsitzender. Herr Meyer, was sind Ihre Vorstellungen für die Zukunft hier in Seelze? Im Sinne unserer Zuständigkeit, gerade für den Einzelhandel, fordern wir seitens der HGS seit Jahren schon von der Stadt ein Entwicklungskonzept für die Innenstädte Seelze und Letter. Und für ein solches Konzept bedarf es sicherlich einer Flächenentwicklung, das heißt auch Gesprächen mit den Eigentümern hier im Zentrum. Ein weiterer wichtiger Baustein für ein solches Konzept ist natürlich auch genauso die Schaffung von hinreichend Stellplätzen in Seelze und Letter im Zentrum. Denn gerade die Anbindung der südlichen Ortsteile gebietet es, dass wir auch in Zeiten einer sich ändernden Mobilität, beispielsweise mit Carsharing-Konzepten etc., hier Stellplätze vorhalten, damit für einen attraktiven Einkauf natürlich die beiden Ortschaften zentral erreichbar sind. Ja, vielen Dank, Herr Meyer. Wir werden das gemeinsam anpacken. Unsere einzigartige Natur möchte ich bewahren. Unsere Dörfer sind wunderschön. Im großen Stil Flächen zu bebauen und so Erholungsgebiete zu vernichten, wäre der falsche Weg. Gleichzeitig brauchen wir dringend Wohnraum. Das ist ein schwieriger Spagat. Ich bin für kleine Baugebiete mit bezahlbarem Wohnraum, die sich in die Dorfstruktur gut einfügen und wo sich die Menschen wohlfühlen. Mit den Einwohnerzahlen wachsen auch die Aufgaben für die Stadt. In Haremberg bauen wir deshalb eine größere neue Grundschule und eine neue vierzügige Kita. Mit den beiden Neubauten wird die Ortsmitte frei. Leer soll es hier allerdings nicht bleiben. Kira Klenner möchte in Haremberg Ortsbürgermeisterin werden. Kira, was sind deine politischen Ideen für die Ortsmitte in Haremberg? Wir Haremberger wünschen uns, dass die Dorfmitte hier erhalten bleibt. Wir möchten gerne Platz haben, wo wir uns begegnen können. Dafür bietet sich der Rote Platz hier super an. Feste feiern, wie zum Beispiel einen schönen Weihnachtsmarkt oder auch andere. Außerdem wäre es schön, wenn wir hier ein seniorengerechtes Wohnen hätten. Dann könnten die älteren Mitmenschen aus Haremberg hier wohnen bleiben. Dann hoffe ich, dass du deine guten Ideen für Haremberg als Ortsbürgermeisterin umsetzen kannst. Ich möchte Bürgermeister für alle Seelzerinnen und Seelzer werden. Dafür bitte ich Sie am 12. September um Ihr Vertrauen.